Hallo, hallo, stürmisches Wetter hier in Bayonetta. Willkommen zurück. Nach langer Zeit geht's endlich mal wieder weiter mit diesem grandiosen Hexenabenteuer. Ich bin schon fast tot, ich muss noch mal ein bisschen was nachspielen, deswegen habe ich jetzt auch so eine komische Klaue auf dem Rücken. Ich würde aber gerne noch mal gucken, bevor wir weiter hochgehen, was hier unten noch ist. Oh nein, ich falle runter. Nein, 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 nein. Das ist schlecht. Da ist doch bestimmt was versteckt. Na, guck mal. Achso, nach Alfheim geht's hier. Hm, nö, nicht unbedingt. Können wir mal anders auch noch machen. Das eilt jetzt nicht. Wir müssen nicht nur aufpassen, dass wir hier nicht runterrutschen und uns das Leben unnötig schwer machen. Auch das wieder. Ich würde gerne mal was sehen. Weiß man nicht. Au. Da ist die Schlange. Gegen die kämpfen wir bald. Das ist mein absoluter Hassgegner in diesem Spiel. Er ist halt maximal räudig. So, da haben wir was gefunden. Witch Graves within the city. Und hier ist noch was. Ein Stück an der Schallplatte. Sonate in D-Dur, KV448, ein Stück deiner goldenen EP. Bling. Und wir haben sie vollendet. Geil. Das war das letzte Stück, das noch gefehlt hat. Das ist sehr gut. Oh Gott. Ich habe mich das vorhin schon gefragt, ich habe es leider vergessen oder ich bin hoch. Kann man hier rennen in dem Spiel? War das gerade nicht. Eigentlich sind sie schon schnell zu Fuß unterwegs, aber irgendwie kommt es mir manchmal so vor, als ob es da noch irgendwie die Möglichkeit besteht zu rennen. Nein! Tot. Genau, weil wenn wir hier runterfallen, ist ein Insta-Kill, der killt uns direkt. Ich muss gerade nochmal in die Option gucken. Sekundchen. Schlag, Tritt, Sprung, Bewegen, ja. Kamera bewegen, Waffe wechseln, verspotten, ausweichen, ins Visier nehmen, Pause. Hm. Irgendwie glaube ich nicht, dass da mehr geht. Voreinstellungen. Nö. Gehen, Schlag, Tritt, Sprung, Aktion, Schwerkraft zurücksetzen, Glücksangriff, verspotten, Waffe wechseln, ins Visier nehmen, ja, ausweichen, weiß ich auch. Kamera, bla 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 bla, Spielmenü, Pausemenü, Kamera, Menü. Nö, gibt's nicht. Ich kann also nicht rennen. Ich kann nur so schnell laufen, wie sie läuft. Das heißt, wenn er versucht uns zu schnappen, müssen wir instant ausweichen in der Luft. Mal gucken, ob das funktioniert. Das hat geklappt. Mehr schlecht als recht, aber es ging. Schnell, schnell, schnell. Rüber mit dir. Holy shit! Da ist er. Es ist inspired. Inspirierend. Ich finde weniger inspirierend eigentlich, als dass er super hässlich ist. Und dass er von mir jetzt schön einer aufs Maul kriegt. Jetzt. Nö. Uiuiui. Da bereit für einen Folterangriff, mein Boy. Was soll denn jetzt? Oh yeah! Nikma! Hämmer die X-Taste! Bäm! Zack! Oh, das ist schön. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Das ist einfach eines der geilsten Action-Spiele aller Zeiten. Und haben wir ihn geslayed. Climax.
euch diese Inszenierung an. Guckt sie euch an. Das ist doch geil, oder nicht? Ich kenne keinen, der sowas nicht geil finden würde. Okay, es gibt vielleicht hier und da ein paar Leute, aber es ist einfach so overacted und einfach so brutal. Da kann man doch echt nie genug von kriegen, oder? Schreibt mir eure Meinung zu diesem Spiel gerne mal in die Kommentare und ob ihr auch Lust dran habt auf Bayonetta 2. Wenn ich es möglich machen kann, dass ich mir bald mal irgendwas zum Aufnehmen sorge, ein Capture Card oder ähnliches. Und dann kann ich es dann von der Switch aus quasi aufnehmen oder streamen, Bayonetta 2. So, jetzt geht's hier auch schon weiter. Kurzer Boss-Fight, der jetzt nicht besonders schwer war. Ach Mist, die wollte ich eigentlich haben. Kommt die wieder? Ja, die kommt wieder. Muss nur drücken X. Ja, hab ich. Die Bluttränen umra. Okay. Machen wir das auch. So, das sind die Gates of Hell. Können wir nochmal vorbeischauen. Ist da noch was drin? Das Heal. Ich bin schon voll. Eintreten. Ja. Gehen wir mal rein und gucken mal, ob das geht. Another LP? Working me to the bone. Ach stimmt, wir haben die LP, ja. I was bored anyways. Let me go whip some things into shape for you. Ich mag seine Stimme total. There's something to shape for you, baby. Oh yeah. Bit to pound into shape, but the workmanship's solid. Now, go put this thing to good use. Ah, das sind die Krallen. Okay, kann ich die jetzt als Waffe erwerben? 121.000. Aber hier habe ich anscheinend eine Waffe vergessen. Da fehlen mir wahrscheinlich noch die EP-Stückchen für. Schade eigentlich. Ja, die Onyx-Rosen, die wären eigentlich mein nächstes gerne, weil Shotguns, ne? Das ist schon geil, würde ich sagen. Aber hier, die Krallen, die sind auch nice. Eine frühere Version der originalen Dorica. Frühere Version der originalen Onyx-Rosen. Super, was haben wir noch? Boah, ich sage es einfach mal, 100.000 kostet da, 200.000. Oh mein Gott. Techniken, kann ich mir hier zumindest was leisten. Aber ich will eigentlich die Onyx-Rosen haben, verdammt. Jetzt viel für was ausgebe, dann geht da nicht mehr. Kann mir eh nichts leisten, guck mal. Na gut, diese Sachen hier kann ich mir leisten, aber der Rest hier. Mir fehlen ja auch noch ein paar Skills. Lorenz Schätze. 30.000, was ist das? Die Sachsenparfum besteht aus einzigartigen Duftnoten und verwandelt dein Outfit in ein perfekt zu Drücker passenden Ensemble. Ach stimmt, das sind so Outfit-Dinger. Bei der Version von Bayonetta für die Switch gibt es ja ein Link-Outfit. Finde ich auch sehr witzig. Eigentlich geil gemacht. Es ist bei manchen Spielen so ein netter Support, als wenn es Spiele gibt, die halt nochmal für die Nintendo-Konsolen rauskommen, ist da irgendwie ein Kostüm-Vibe von irgendeinem Nintendo-Charakter. Ist jetzt nicht die Welt, ist jetzt auch nicht besonders spaßig und bringt mehr, aber es ist lustig. Also ich finde es nett. Ein paar Ringe. Okay. Hier geht's wieder. Oh, was ist das denn? Da ist noch was. Rodin und the Gates of Hell. Details. Es gibt einen Ort, den Schurken und Bösewichte tief ins Herz geschlossen haben. Nur Geld hat hier das Sagen. Hier habe ich auch mein Büro. Jemand, der für den Ort dessen ursprüngliche Bezeichnung verwendet, muss zwangsläufig ein Neuling sein. Alter Hasen kennen das Loch nämlich nur unter dem einen Namen, Halde. Kämpfe und Streitereien um Geld gehören hier zur Tagesordnung. Der Ansatz, respektiert deinen Nächsten, ist den Stammgästen schon seit langem abhanden gekommen. Was die Leute hier suchen, was sie gerne sehen, liegt jenseits dieser Welt. Ihnen dürstet es nach Lärm, nur noch vom Okkulten inspiriert sein kann. Die Erscheinung eines schrecklichen
Ein Schreckgespenst, ein Mensch, der von einem Dämon verzehrt wird. Genau daran laben sie sich, wenn sie in einer unzähligen Kaschemen der Gegend saufen und raufen. Oh, in diesem Ort habe ich mir auf meiner Pilgerfahrt auf der Suche nach einer Wirklichkeit, an die ich mich klammern kann, ausgesucht. Die Halle ist der jämmerliche Bienenstock für Abschaum jeder Bleur. Heimat der Schwarzmarkthändler, Information und Teufelsjäger. Doch von all jenen Gesellen ist Odin, seines Zeichens Eigentümer des Tors zur Hölle, der seltsamste. Nach außen hin der Barbesitzer, so mungeln viele, dass er eher im Waffenhandel zu Hause ist. Natürlich bleiben solche Geheimnisse in einem Besucher seitens Internet Blancs wie mir verborgen. Und doch allein die Aura, die ihn umgibt, lässt vermuten, dass es sich bei ihm um einen gefährlichen Mann handelt. Nicht gefährlich im üblichen Sinne, gefährlich auf nie dagewesenem Niveau. Mit dem richtigen Einfluss, so mutmaßen meine Kollegen, kann man Rodin durchaus dazu bewegen, die eine Rasierklinge oder anderen Revolver springen zu lassen, sollte man silbige benötigen. Alles natürlich eine Frage des richtigen Preises. Mehr ließ sich aus den Leuten hier leider nicht herausquetschen. Interessant sind allerdings auch die Gerüchte, wonach die Bar in einem geheimen Eingang ausbetreten werden kann. Soll Rodin in einem auch mit Gütern versorgen können, die man mit Geld nicht kaufen kann. Dabei soll es sich aber nicht um herkömmliche gefertigte Güter handeln, sondern um Waffen, die aus nur im Inferno zu findenden Material hergestellt wurden. In der Halde gibt es so viele Gerüchte, dass sich leicht ein Ohr damit abkauen ließe. Und hätte ich nicht das Fresko von der dreifaltigen Wirklichkeit, ein Merkmal der Religion wie Gras, an der Wand von Rodins Büro gesehen, so hätte ich dies dabei belassen. Wenn ich dem Mann gezielt in der Herrschnüffel gelange, ich früher oder später wohl bei der Wahrheit an, die ich so sehr verzweifelt suche. Achtloses Schnüffeln aber endet oft im Straßengraben und mit einer Kugel im Kopf. Ich muss klug vorgehen und darf nichts dem Zufall überlassen. Kann ich mir eigentlich noch was erstellen? Luli. Habe ich ein bisschen Heilung mir gecraftet? Gelb und Rot macht was nochmal? Ich hier in der Liste gar nicht. Geht gar nicht. Hm? Da wo wir Herzen und maximale Energie endlich mal erhöht. On. I'm verwirrt. Zurücksetzen. Achso. Bah! Rechter Stick. So, jetzt aber. So, okay. Das reicht erstmal. So. Die Gegenstände ruft immer wie auf. Ja, das sind meine Waffen. Das ist die Peitsche. Da sind die Krallen. Ich würde die Krallen eigentlich mal gerne ausprobieren. Warum habe ich die Waffen eigentlich, wenn ich sie dann kaufen kann? Oder sind das stärkere Versionen dessen? Warte mal, wie wechsle ich das nochmal? Bring it. Bring it. Ja.
dieser Kopf da? Der explodiert. Okay, vielleicht sollte ich mal mit... Come on. Vielleicht sollte ich mal mit den Waffen weiterkämpfen. Wir sind halt ein bisschen langsam. So, zerbrochenes Herz. Ein Stück eines Hexenherz. Hast du vier davon gesammelt, wird deine maximale Lebenskraft erhöht. Geil. Bling. Okay. Boom. Ist hier noch irgendwas eigentlich? Nee, ne? Dann geht's hier raus. Ich wollte noch mal gerne was nachschauen. Dann weiß ich auch, wie ich Gegenstände einsetzen. Achso, ich hab die nicht auf die Quickslots gelegt, kann das sein? Objekte. Zuweisen. Jo. Hä? Zuweisen. Ich kann den gar nicht zuweisen. Aber ich kann mir hier noch was brauen. Machen wir noch mal so einen gelben Lolli. Einen roten. Nochmal zuweisen. Nein. Das andere Ding ist eh leer. Da kann ich was anderes reintun. Gegenstände könnte das nicht so gewesen werden. Weserkugel wird der Engelsangriff gespiegelt. Ein Pack enthält 3 Kugeln für das Spiel. Ah, das ist... okay. Von ihnen erzeugt den Wellenhof für Günther Geisterenergie, fügt allen Engeln Schaden zu. Ja, davon habe ich aber leider nichts mehr, deswegen... zuweisen? Dahin. Okay. Bin ausgerüstet. Na du? Na, frech. Ich weiß nicht, ob die so viel mehr Schaden machen wie mein Schwert. Aber ich werde jetzt einfach mal mit ihnen spielen. Bäh! Komm her, mein Freund. Das ist... deine letzte Warnung. Ne. Bist du? Ups. Das habe ich nicht. Wow, jetzt immer gut jetzt. Alter. Langsam habe ich die fixen Dicke. Deinem Rumgehasche hier. Füllt eh nochmal eine Hexenzeit auf. Irgendwie ist das mit den Krallen nicht so weit. Ich merke nämlich, ich bin irgendwie langsamer. Warte. Ich nehme doch mal mein Samurai-Schwert. Da hat er mich doch noch erwischt. Sackgesicht. Hush!
weicht so lange aus, bis meine Kugeln aufgefüllt sind. Ja, und jetzt habe ich sie wieder verloren und bin gleich tot. Noch einen Schlag. Euch. The Witch Hunts are over. Ah, schön. Dann halt nicht. Ja, ich hätte auch einen Lutscher einsetzen können, ich Idiot. Machen wir dann. Nehmen wir uns das Herz wieder. Jo. Maximale Effizienz. So. Aber ich würde sagen, den großen Drachen Nummer 2 erledigen wir in der nächsten Folge von Bayonetta. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß an diesem Spiel und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge von Bayonetta. Wenn ihr mögt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ansonsten abonnieren. Und bis dann, haut rein und schönen Tag.